Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man in Roblox Studio ein Tag-Nacht-System macht, bei dem die Lampen an- und ausgehen. Dafür habe ich jetzt hier mal so eine kleine City-Map rausgesucht. Ich werde auch erstmal nur diesen Teil hier machen. Ihr seht, hier sind Lampen und die werden wir nachher auch leuchten lassen, wenn es dunkel wird. Aber erstmal sorgen wir für ein Tag-Nacht-System. Dafür gehen wir hier rechts rüber in den Server-Script-Service, drücken aufs Plus, fügen ein neues Script hinzu und das nennen wir jetzt Tag-Nacht. Das können wir schön Server-Side machen. Das heißt, wir schreiben hier jetzt erstmal Local Light ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Lighting. Ihr seht, hier rechts haben wir das Lighting. Wenn ich das auswähle, haben wir hier unten in den Properties einige Einstellungsmöglichkeiten und es gibt eine Time of Day und eine Clock Time. Ich werde mit der Clock Time arbeiten, weil die ist leichter zu bearbeiten. Gerade haben wir 14.30 Uhr. Und wenn wir die Clock Time hier verschieben, seht ihr, wird es Nacht und es wird Tag. Wir müssen jetzt einfach erstmal nur einen Loop erschaffen. Dafür schreiben wir while true, öffnen den Scope und schreiben hier in Scope jetzt einfach rein light.clocktime plus ist gleich 0.1 und dann natürlich task.wait.1. Wenn wir jetzt auf Play hier drücken, dann haben wir schon Tag-Nacht-Zyklus implementiert. Ihr seht, es geht aber ziemlich schnell nach unten. Es wird dunkel. Der Mond kommt hoch. Und es geht alles ziemlich schnell voran. Ihr seht, jeder Tick, das geht ziemlich schnell. Also müssen wir das vielleicht nochmal ein bisschen einstellen, damit es langsamer geht. Und auch vielleicht ein bisschen smoother geht. Damit es smoother geht, können wir 0.01 schreiben. Drücken auf Play hier und auf einmal geht es nicht mehr so schnell. Ihr seht, die Sonne macht immer noch... Ganz langsam geht sie voran. Aber es funktioniert. So könnte man es jetzt lassen. Wir können aber auch, damit es ein bisschen smoother geht, hier auch schreiben 0.05 Sekunden warten. Dann geht es halt doppelt so schnell. Das heißt, es bewegt sich auch wieder doppelt so schnell. Wir fügen einfach eine neue Konstante dazu. Die nenne ich jetzt einfach mal Geschwindigkeit. Und ist gleich 1. An der können wir nachher ein bisschen rumschrauben. Wir schreiben hier jetzt mal Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt 1 einfach auf 0.1 stelle, dann bewegt sich das natürlich alles ganz langsam. So, Tag-Nacht-Zyklus. Und ihr seht fast gar nicht, dass es vorangeht. Aber wenn wir jetzt auf Lighting gehen und in der Properties schauen, sehen wir die Clock Time, die geht hier schon voran. Aber es geht jetzt so smooth, dass man es gar nicht bemerkt. Und stellen die Clock Time jetzt einfach mal auf 21 Uhr, damit wir ein bisschen was davon haben. Und ihr seht, der Mond bewegt sich auch schön langsam, aber er bewegt sich halt. Eine andere Alternative wäre natürlich, dass ihr halt einfach einen festgelegten Rate macht. Zum Beispiel wartet 10 Minuten und dann stellt die Clock Time auf das. Das Ganze mit einem Tween. Dann habt ihr es so wie zum Beispiel in Adopt Me. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Lampen. Für die Lampen habe ich hier so eine Model stehen. Die sind jetzt nicht so optimal. Am besten ihr modelt eure eigenen Lampen, wo diese Parts dann hier gesondert sind. Sind sie aber nicht. Ich habe jetzt hier extra solche Lichtparts gemacht. Die sind in den Lampen drin. Und ich nehme jetzt erstmal diese ganzen Lichtparts hier. Ich wähle die alle aus. Dann ziehe ich die erstmal ganz oben in den Workspace rein. Mache meine City Map hier zu. Und ihr seht, ich habe hier einen weiteren Ordner erschaffen. Der heißt Lichter. Und in den Ordner packe ich die ganzen Lichtparts rein. So, jetzt haben wir hier in einem gesonderten Ordner im Workspace, den nenne ich Lichter, ganz viele Lichtparts. In diesen Lichtparts, ihr seht, diese Parts, die sind hier bei mir einfach unsichtbar. Und darin befindet sich ein Point Light. Das Point Light, dem habe ich hier eine Farbe gegeben, eine Range. Könnt ihr einstellen, wie ihr haben wollt. Und ich habe Shadows angemacht. Man kann sie auch ausmachen. Aber wenn ich Shadows ausmache, dann ist es ein bisschen unrealistischer, geht aber schneller zu verarbeiten. So, jetzt wo wir den Aufbau wissen, gehen wir wieder in unser Script rein. Sagen jetzt Local Lichtparts sind gleich Game.Workspace Doppelpunkt Find First Child Lichter Doppelpunkt Get Children. Und wir können jetzt in den While True Do Loop eine If-Abfrage reinstellen. Ist natürlich unperformant, wenn wir das jedes Mal machen, aber wir machen es jetzt erstmal. If light.clocktime ist größer gleich, sagen wir einfach mal 18.30 Uhr oder light.clocktime ist kleiner als, keine Ahnung, 7.30 Uhr. Dann müssen wir die Lichter anmachen. Ich schreibe das mal hier hinten hin. Und jetzt müssen wir eine Funktion festlegen, um alle Lichter anzumachen. Dafür mache ich hier ein bisschen Platz. Schreibe jetzt local function Lichter an. Und in die Funktion packen wir erstmal ein Loop rein. Und zwar ein for Loop for unterstrich, Komma Licht in pairs Lichtparts. Also wir wissen jetzt, jedes Licht, das wir hier bekommen, ist ein Child aus dem Ordner Lichter. Das bedeutet, ist dieses Lichtpart. Wir wollen aber nicht Lichtpart bearbeiten, sondern wir wollen das Point Light bearbeiten. Das heißt, wir sagen jetzt erstmal Licht Local Point Light ist gleich Licht Doppelpunkt Find First Child, which is a Point Light. Dann suchen wir gar nicht erst nach dem Namen, sondern einfach nur danach, dass es ein Point Light ist. Dann sagen wir Point Light Punkt Enable ist gleich True. Jetzt können wir diese Funktion natürlich noch umformen in einfach nur Lichter, können wir sie zum Beispiel nennen. Und sagen dann an und das ist dann Boolean. Und wir können hier jetzt einfach schreiben Point Light Punkt Enabled ist gleich an. Weil wir packen ja entweder True oder False rein. Damit das Ganze performanter ist und nicht alle Lichter nach und nach
abgeklappert werden, sondern alle gleichzeitig abgeklappert werden, haben wir das Ganze noch in eine Coroutine. Coroutine.wrap Function. Packen hier einmal alles rein. Hier hinten noch natürlich noch die Klammer auf und Klammer zu, damit es überhaupt ausgeführt wird. Und ihr müsstet dann schauen, ob ihr am Ende des Loops noch ein Task.rate reinpackt oder nicht. Je nachdem, wenn ihr zu viele Lichter habt, könnte es das Spiel zum Laggen bringen. Wenn ihr nicht so viele Lichter habt, packt ihr keinen Rate hin. Wenn ihr viele Lichter habt, also sehr viele Lichter, dann schreibt hier Task.rate. Oder ihr könntet sagen, nach so und so viel soll Task.rated werden. Ich lasse es jetzt erstmal weg. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir wollen jetzt erstmal Lichter anmachen. So, if clock time, then Lichter an. Und Lichter anmachen wir auf true. Und schreiben wir hinten noch else, Lichter, false. Wir können einmal auf testen drücken, damit wir sehen, was dann mit dem ganzen Spiel passiert. Wir sind jetzt hier drin, haben eine Sonne, die sich ganz langsam bewegt, haben die Lichter, die sind aus. Ihr seht, dass sie aus sind, daran, dass sie kein Licht abwerfen. Und ich gehe jetzt mal wieder auf Current Server, klickt dann auf das Lighting und sehe, wir haben hier 14 Uhr. Wir wissen ja, um 18.30 Uhr gehen die Lichter an, also stelle ich es einfach mal auf 18. Oh, 18 Uhr ist schon ziemlich dunkel. Dann müssen wir einmal kurz testen, wann es wirklich dunkel wird. Ab 17 Uhr wird schon dunkel. Okay, dann ändern wir das natürlich zu 17.30 Uhr. So, und jetzt müsste es ja gleich 18.30 Uhr werden. Wir warten noch ab und ab. Alle Lichter sind an. 18.30 Uhr, alle Lichter gehen an. Außer die hier, weil das habe ich jetzt nicht ausgewählt. Ich war zu faul. Aber alle Lichter an dieser Straße sind auf einmal angegangen. So, wir wissen jetzt, dass wir packen wir mal auf 17.30 Uhr. Das hier vielleicht nur, um sicher zu gehen, mal auf 8.30 Uhr. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir testen. Ja, aber es ist natürlich sehr unperformant, weil jetzt jedes Mal, also wirklich alle 0,05 Sekunden alle Lichter angeschaltet werden und alle Lichter ausgeschaltet werden, obwohl sie schon an oder aus sind. Sehr viel Rechenkapazität, die dort verschwendet wird. Wir könnten auch einen Trigger setzen. Wir könnten es aber auch einfach machen und hier einfach reinschreiben. Ist größer als 17.50 Uhr und kleiner gleich 17.6. Dann wird das Ganze nur in diesem Zeitraum hier veranstaltet. Dasselbe machen wir dann hier auch nochmal. Schreiben hier auch einmal. And Clock Time ist größer gleich 8.6. Und dann müssen wir hier natürlich noch ein Else If machen und eigentlich diesen ganzen Schmarrn hier umkehren. Wir kopieren hier einfach nochmal alles rein, schreiben ein Then am Ende. Diesen ersten Trigger, wenn die Lichter angemacht werden sollen, den machen wir jetzt weg und haben jetzt nur noch den Trigger, wenn die Lichter ausgemacht werden sollen und ändern das kleiner als zu einem größer als und das größer als zu einem kleiner als. Und hier machen wir den zweiten Trigger weg, bis dem die Lichter ausgeschaltet werden sollen. So, und jetzt steht hier nur noch If Light.clocktime ist größer als 17,5 und kleiner als 17,6. Dann werden die Lichter angeschaltet und wenn Light.clocktime größer ist als 8,5 und kleiner ist als 8,6, dann werden die Lichter ausgeschaltet. Schon braucht das ganze Ding weniger Rechenkapazität. Und ihr könntet hier natürlich noch solche Spiele reinmachen, wie zum Beispiel, ihr könntet die Lichtparts visible machen. Zum Beispiel hier, Licht.transparency ist gleich 0. Und hier müssen wir dann wirklich ein If-Statement machen. If an gleich true, then Licht.transparency ist gleich 0. Else, Licht.transparency ist gleich 1. Wir probieren das Ganze aus, haben jetzt ein Script gemacht, das weniger Rechenleistung frisst. Und diese Lichtparts werden gleich visible gestellt. Und wir hätten sie noch nähern machen müssen. Ich gehe jetzt einmal rüber zu Current Server, hier auf Lighting. So, ich stelle Light.clocktime jetzt auf 17,4. Dann müsste es gleich 17,5 werden und die Lichter sollten dann auch angehen. Oh, sind sie schon an? Jetzt sind sie an. Oh, die Lichtparts sind runtergefallen. Waren die Lichtparts alle nicht geankert und ich habe das nie mitbekommen? Oh, guckt mal, was einem so alles für Bugs auffallen, wenn man nicht darauf achtet. Alle Lichtparts sind runtergefallen. Okay, ich drücke einmal kurz auf Stopp. Tja, und das kommt davon, wenn man seine Lichtparts nicht ankert. Nicht so schlimm. Ich kann natürlich jetzt alle Lichtparts hier auswählen, bei allen auf Anchor drücken und dann kann ich auch, damit sie besser aussehen, bei allen die Farbe auf eine schön warme Farbe stellen und das Material auf Neon stellen. Jetzt haben wir es auch gleich ein bisschen hübscher. Das ist das, was ihr wahrscheinlich machen wollt, wenn ihr eure Lampen direkt aus Roblox-Materialien baut. Dann sollen die Lichtparts nämlich auch zu sehen sein. Lighting stelle ich dann wieder auf 17.3 diesmal, damit wir ein bisschen Zeit haben. Wir sehen da hinten die Uhr. 17.30 Uhr ist dies. Jetzt sind die Lampen bei mir schon an. Und jetzt sehen die Lightparts so aus. Das ist der Style, den ihr wahrscheinlich eher haben wollt. Wie gesagt, wenn ihr die Lampen selber aus Roblox-Parts baut. Ich habe die Lightparts bei mir auf unsichtbar gestellt, weil ich irgendwelche fertigen Meshes von irgendwen verwendet habe. Die Dinger hier. Und da waren die Lampen halt schon mit integriert und ich war jetzt zu faul, das anders zu machen. Ja, ihr seht, ich habe nicht alle Lightparts übernommen, weil ich zu faul dafür war. Aber schon haben wir uns ein Tag-Nacht-System gebastelt, bei dem es halt hell und dunkel wird. Und je nachdem, ob es hell oder dunkel wird, gehen die Lampen an oder die Lampen gehen aus. Und einen Fahrstuhl haben wir auch noch. Wunderbar. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's und ciao!